Zur Zeit der Reformation in den frühen 1500er Jahren wurden die Täufer als Bedrohung für die Gesellschaft wahrgenommen. Diese Angst führte zu ihrer Vertreibung aufgrund von Verfolgung, Konflikten, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen. Das Buch dokumentiert fast 1200 Martyrien, beginnend mit Berichten aus dem Neuen Testament bis hin zum 16. und frühen 17. Jahrhundert. Die Weigerung der Täufer, auf Gewalt mit Gewalt zu reagieren, führte zu Vertreibung und Migration. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen gibt es heute weltweit mehr als 108 Millionen gewaltsam vertriebene Menschen. Begleite mich, wenn wir einige dieser Menschen aus erster Hand kennenlernen. In Texas habe ich einen Praktikumsplatz bei einer Organisation namens Texas Rio Grande Legal Aid bekommen. Ich bin schon seit langem sehr daran interessiert, mit Immigranten zu arbeiten. Es ist eine Arbeit, die ich wirklich für wichtig halte. In Amerika gibt es dafür einen großen Bedarf. Wir haben eine enorme Einwanderungsrate in unserem Land. Dank meiner Spanischkenntnisse konnten wir Menschen helfen, die Schreckliches erlebt haben. Einige sogar Menschenhandel. Das ist ein wirklich lohnender, aber auch schwieriger Teil der Arbeit. Ich habe das Gefühl, dass wir dazu berufen sind, anderen zu helfen. Dies wurde in der Mennonitenkirche, in der ich aufgewachsen bin, gelehrt. Deshalb ist es für mich selbstverständlich und eine Pflicht, anderen zu helfen. That it's important to help others. Elizabeth and I got married just a couple months ago. Elizabeth und ich haben erst vor wenigen Monaten geheiratet und sind sehr froh, dass wir beide im Bereich des Einwanderungsrechts arbeiten können. Elizabeth has entered law school. So she found a place here in Baltimore. Elizabeth hat mit dem Jurastudium begonnen. Sie hat hier in Baltimore einen Platz gefunden, an dem sie studieren möchte. Zum Glück gibt es hier in der Hauptstadtregion mit Washington DC und Baltimore eine Menge Einwanderungsarbeit. Ich bin begeistert, weiter im Bereich Einwanderungsrecht arbeiten zu können. Ich glaube, dass ich in vielerlei Hinsicht keine Ahnung von der größeren globalen Situation habe. Ich muss wirklich noch mehr dazulernen. Wir brauchen Menschen wie Christopher und Elisabeth, die mit Vertriebenen unterwegs sind. Letztes Jahr überquerten mehr als 3 Millionen Menschen die US-mexikanische Grenze. Oft hin und her in der Hoffnung, ein neues und besseres Leben zu finden. Mehr als 6 Millionen Menschen sind in der jüngsten Vergangenheit aus Venezuela geflohen, was die größte externe Migrationskrise in der Geschichte Lateinamerikas darstellt. Kolumbien ist der größte Empfänger dieser Migration und hat über 2 Millionen Menschen über seine Grenzen aufgenommen. Die Mennonitische Brüdergemeinde in Kolumbien arbeitet eng mit dem Mennonite Central Committee zusammen, um für Hunderte von Flüchtlingen eine Quelle der Hoffnung zu sein. Was die Erfolge angeht, können wir das Engagement der Kirche als Reaktion auf ein so starkes Migrationsphänomen als Verbesserung der Lebensqualität für viele Migranten betrachten. Als ich zu diesem Programm dazukam, wurde mir mit Essen und Orientierung sehr geholfen. Das war sehr hilfreich für mich und meine Kinder. Das Schwierigste war für mich, nach Cali zu kommen. Ich habe 9 Tage gebraucht, weil ich von Cúcuta aus zu Fuß gehen musste. Ich hatte kein Essen und kein Wasser und kämpfte mit Depressionen. Meine Familie wusste in dieser Zeit nicht, wo ich war. Sie dachten, ich sei verloren gegangen. Lady und ihr Mann Jordan leben im Stadtteil Marroquín in Cali und haben in kürzester Zeit ein exponentielles Wachstum ihres Eisverkaufs und Vertriebs erlebt. Wir haben ein weiteres Dreirad gekauft. Und nach und nach wuchsen wir immer mehr und konnten weitere Dreiräder kaufen. Außerdem kauften wir einen weiteren Kühlschrank. Dadurch haben wir die Möglichkeit bekommen, anderen Familien zu helfen. Wir haben mehr Mitarbeiter und sind nicht mehr nur zu zweit. Wir hoffen, dass das Programm langfristig angelegt ist und nicht nur ein Notprogramm darstellt,
Unser Fokus ist, die Mitarbeiter zu stärken, damit sie uns lange erhalten bleiben. Mir wird klar, dass die Krise nicht auf Mittelamerika beschränkt ist. In der Demokratischen Republik Kongo zum Beispiel sind 5,5 Millionen Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben aus ihrer Heimat geflohen. Seit Jahren ist die Demokratische Republik Kongo Schauplatz von Leid und Elend. Vor allem der Osten hat mit zahlreichen sozialen, politischen und Sicherheitsproblemen zu kämpfen. Im Juni 2022 führten Zusammenstöße in der Provinz Nord-Kivu zu einer Krise, von der mehr als 1 Million Menschen betroffen waren, die meisten von ihnen in und um Goma. Es gibt Kinder, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und stigmatisiert, verwirrt und traumatisiert sind. Ich habe mich als Freiwillige verpflichtet, mit den Flüchtlingen solidarisch zu sein, denn das Leben ruft uns dazu auf, zu teilen. Ich bin gekommen, um den Kriegsvertriebenen, die unendlich leiden, mein Mitgefühl zu zeigen. Ich möchte sie unterstützen und ihnen ein Lächeln schenken. Jetzt brauche ich nur noch 1 Minute, um Wasser zu holen. Als wir kamen, war das Leben sehr hart. Die Schule für unsere Kinder, die Klinik. Wir bekommen jetzt ohne Probleme Wasser. Das Leben hat sich wirklich verändert. Das Bohrprojekt ist wichtig, denn Wasser ist Leben. Gott kümmert sich nicht nur geistlich, sondern auch körperlich um uns. Das ganze Projekt dreht sich also um die Menschen, damit die Vertriebenen gut leben können. Berührt von dem, was ich aus dem Kongo höre, aber auch von den andauernden Kriegen im Nahen Osten und in der Ukraine, reiste ich auf eine Studienreise in den Libanon, wo ich Kate und Gary traf. Eigentlich wandern die meisten Menschen nicht nach Europa aus. Im Moment hat der Libanon den höchsten Anteil an Flüchtlingen pro Kopf im Nahen Osten. Etwa einer von 5 Menschen ist ein Flüchtling. Der Konflikt in Syrien dauert nun schon 12 Jahre an und die Hälfte der ursprünglichen Bevölkerung ist vertrieben worden. Mit 7 Millionen Menschen ist die Zahl der Vertriebenen die höchste der Welt. MCC versucht, den Menschen eine Chance und Hoffnung zu geben, damit sie bleiben. Das Wichtigste für uns als Vertriebene ist, einander zu vertrauen, damit wir zusammenleben können. Viele Menschen reisen durch die Türkei, um mit dem Boot auf die griechische Insel Lesbos zu gelangen und Länder in Europa zu erreichen. Das Lager Moria, das bis zu 22.000 Flüchtlinge aufgenommen hatte, brannte 2021 nieder und existiert nicht mehr. Heute nimmt das neue Lager Mavrovuni Menschen aus vielen Ländern wie Äthiopien, Afghanistan oder dem Irak unter viel besseren Bedingungen auf. Ich bin hier in Lesbos, Griechenland. Auf der anderen Seite des Wassers liegt die Türkei, aus der alle Flüchtlinge kommen. Sie kommen auf einer sehr schwierigen Reise übers Meer, oft bei schlechtem Wetter und in kleinen Booten, um die Behörden zu umgehen. Hinter mir kannst du das neue Lager sehen, in dem die Flüchtlinge heute untergebracht sind. Seit 2015 hat I-58 jeden Monat etwa 40 Freiwillige aus der USA hier in Griechenland. Von den Flüchtlingen habe ich viel gelernt, was es heißt, durchzuhalten und sich schwierigen, immer veränderten Situationen anzupassen. Ich glaube, dass ich dadurch persönlich wachsen kann und auch denen dienen kann, die noch nie das Evangelium gehört haben. Ich habe gelernt, was es heißt, gastfreundlich zu sein. Sie gehören zu den großzügigsten Menschen, die ich kenne, und ich wurde von ihnen herausgefordert. Sonntags morgens wird ein Gottesdienst für Freiwillige organisiert. Und Flüchtlinge, die kommen möchten, sind herzlich willkommen. Mir ist klar geworden, dass wir viel voneinander lernen können. Wie wäre es, wenn du einige der Vertriebenen, die in deiner Nähe wohnen, zu einer Tasse Tee oder Kaffee einlädst?